als der Deich bei Völlen brach. Andauernder Sturm fegte in den Februartagen 1962 über unsere Küste. Nichts Ungewöhnliches in dieser Jahreszeit. Und dennoch sollte sich hier ein Orkan zu einer Jahrhundertsturmflut zusammenbrauen. Was war passiert? Oft entstehen Stürme in dieser Zeit bei Island, die jedoch meistens Kraft und Wucht verlieren. Das war anders mit Vincennet, das Tief, das von Island nach Skandinavien zog. Es gab einen Luftdruckabfall über dem Nordmeer, sodass aus nördlicher Richtung eiskalte Polarluftmassen den Weg in die Richtung Nordsee fanden. Damit war der wuchtige Orkan geboren, der nun aufgrund der nordwestlichen Richtung Wassermassen in die deutsche Bucht drückte. Hamburg und die deutsche Nordseeküste waren bedroht. Die Massen schoben sich weit in die Flüsse. Man sieht die Relation der schmalen Flussverläufe zur Nordsee, sodass der Dollart und die Ems förmlich vollliefen. Zwar hielten die Küstendeiche den tobenden Elementen stand, doch in der Mündung der Ems waren die Dörfer gefährdet, da mit dem Tidehochwasser die Deichkronen erreicht waren. Während der Emsdeich schon erhöht war, galt dies nicht für das Deichstück des Papenburger Vorhafens. Erst nach der Katastrophe bekam der Deich einen anderen Verlauf und wurde entsprechend erhöht und verstärkt. Um 21 Uhr meldete der Papenburger Schleusenwärter, dass der Deich durch Wellenschlag überspült wird. Kurze Zeit später wurde der Katastrophenalarm ausgelöst. Eine halbe Stunde vor Mitternacht brach dann auf Papenburger Seite unterhalb der Seeschleuse der Emsdeich auf einer Länge von rund 60 Metern. Das Wasser aus der Ems drückte in den Graben entlang der Seeschleusenstraße und suchte sich seinen Weg. Dabei wurde auch die Straße unterspült und brach über mehrere Meter völlig auf. Damit war der Weg für die Wassermassen Richtung Völlen frei. Innerhalb kürzester Zeit waren über 100 Häuser der Ortschaft vom Wasser eingeschlossen. Die Bewohner versuchten sich in höhere Stockwerke oder auch auf Dächern zu retten. Die Gartenbausiedlung bei Völlen war sehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Treibhäuser und Anlagen waren größtenteils völlig zerstört und verschlammt. Zu diesem Zeitpunkt stieg der Wasserspiegel noch, sodass erst gegen 0.30 Uhr der Hochwasserscheitel erreicht sein sollte. Über dem Furkeweg und bis zur Bahnlinie reichten die Wassermassen. Der Völlner Kirchturm war aus der Ferne zu sehen. Ein großer Teil der Bewohner mussten evakuiert werden. Erschütternde Szenen spielten sich bei den Rettungsaktionen ab, die sich bis zum Sonntagnachmittag fortsetzten. Die Hausbewohner wurden mit Schlauchbooten, Amphibienfahrzeugen und Hubschraubern aus der misslichen Lage gerettet und ins Trockene gebracht. Schon in der Nacht und vor allem am nächsten Tag waren die Feuerwehren und das technische Hilfswerk, die Bundeswehr, die Polizei und auch viele Freiwillige im Rettungseinsatz. Am Sonntagmittag war die Bruchstelle so weit abgedichtet, dass eine normale Flut keinen weiteren Schaden anrichten konnte. Zum Glück lief die erwartete Springtide längst nicht so hoch auf wie befürchtet. Wie schneebedeckte Felder sahen die mit Spülsand überhäuften Flächen aus. Tragisch, dass bei den Rettungsarbeiten am linken Haus ein 21-jähriger Bundeswehrsoldat sein Leben ließ. Nach Abklingen des Hochwassers wurde das Ausmaß der Katastrophe erst richtig sichtbar. Feuerwehr, technisches Hilfswerk, Unternehmen und jede freie Hand packte mit an. Eine große Unterstützung war die Bundeswehr, die mit rund 600 Soldaten schnell aus den Kasernen Leer und Lingen anrückte. Bereits am Montag
konnten viele der Evakuierten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Es war ein dramatisches Wochenende, das vielen Völlnern noch heute in Erinnerung geblieben ist. Es gab viel Leid und Not. Dennoch, oder gerade deshalb, war von Beginn an eine unheimliche Unterstützung und Hilfe spürbar. Auch wenn seitdem die Deiche höher und weiter gebaut worden sind, hat uns 1962 die Flut in Erinnerung gerufen, dass sie Teil der von Menschen niemals zu beherrschenden Natur ist.